Alles gut? Ja. Komm rein. Danke, danke. Also, wollt ihr was trinken? Wo ist die Kleine? Mission is purple. Your bullet. Oh. Ja, 2 Jahre bist du jetzt schon fast in Frankfurt, ne? Also es ist jetzt nicht so die Schweiz mit Bergen, aber hast du Frankfurt trotz Corona so ein bisschen schon lieben gelernt und kennengelernt? Ja, eben. Ich war eigentlich positiv überrascht. Vor allem von hier aus sieht man auch diese Skyline, die ist schon was Besonderes. Das gibt es so in der Schweiz nicht. Und ich muss sagen, vor allem die Innenstadt ist auch sehr, sehr schön, sauber, eigentlich ähnlich wie in der Schweiz. Und hier, wo ich wohne, ist es sehr, sehr ruhig und eben mit der Kleinen fühle ich mich sehr wohl hier. Du bist ja jetzt natürlich zwangsläufig immer eine Verbindung zu Frankfurt haben, weil deine Tochter hier geboren ist. Wie laufen die ersten Monate als Papa? Ja, ich glaube, sie ist stolz darauf, ein Frankfurter Mädchen zu sein. Nein, es ist eben, wie gesagt, hier sehr entspannt und wir sind wirklich sehr glücklich. Was hat die Vaterschaft mit dir gemacht, mit Jibril? Hast du schon so ein paar da, wo du dich geändert hast? Ja, sicherlich noch mehr Geduld bekommen, weil mit einem kleinen Säugling braucht man sehr viel Geduld und ich glaube, da habe ich sicherlich mich noch am meisten verändert. Und natürlich eben das Leben gibt noch einen anderen Sinn, also mit so einem kleinen, mit deinem kleinen Fleisch und Blut eigentlich. Mhm. Was ist dir am liebsten am Vaterdasein? Gibt es da was du schon sagst, das gefällt dir unheimlich gut? Ja, vor allem jetzt die Zeit, wenn sie schon so anfängt zu lächeln, da geht einem das Herz auf, wirklich. Und eben nach dem Training dann nach Hause zu kommen und mit der Kleinen zu spielen, ist eigentlich mein Highlight. Oder? Was macht's Windeln wechseln? Ist ja immer die bekannte Frage an die Papa. Die Freundin sagt schon nein. Ja, das macht schon eher meine Freundin. Da bin ich nicht so aktiv, aber habe ich auch schon gemacht. Riecht nicht so angenehm. Aber für meinen Kleinen mache ich alles natürlich. Sie weiß schon, dass ich über sie spreche. Ist gut. Ich darf nichts Falsches sagen. Wie macht er sich denn so als Vater? Ist er genauso gut wie momentan auf dem Platz? Ja, würde ich schon sagen, aber Windeln wechseln sollte ich schon noch ein bisschen mehr machen. Aber er macht es ganz gut, also ich bin sehr froh, wenn er zu Hause kommt und ein bisschen hilft. Aber das macht er sehr gut. Ja, Jimmy, die Couch ist ja nicht nur für einen Normalsterblichen, sag ich mal, auch für Fußballer ein hohes Gut. Du liegst ja auch ja gerne drauf. Ja. Du bist ein Serienjunkie, habe ich gehört, ne? Ja, klar. Vor allem jetzt während Corona-Zeit. Ich glaube, ich habe alle Serien schon durch. Ich bin gerne zu Hause, ruhig. Vor allem nach all dem Trubel da, wo wir Fußballer eigentlich jedes Wochenende erleben, genieße ich gerne die Zeit alleine zu Hause mit der Kleinen oder mit meiner Freundin hier. Mhm. Entspannt. Deine Top 3 Serien, Jimmy. Welche sind deine 3 Lieblingsserien? Also meine Top 3 sind Game of Thrones, habe ich schon 2-3 Mal. Dann ist noch Prison Break, auch eigentlich eine legendäre Serie und auch eigentlich die letzte so aktuelle war eigentlich Narcos, die ich auch richtig gesuchtet. Guckt die Freundin mit? Ja, wir haben nicht so den gleichen Geschmack. Sie mag eher, wenn Horrorsachen, Mordszenen, solche Dokus und da ist mir zu viel. Kann ich nicht mehr schlafen. Was macht Jibril so sonst an einem freien Tag? Ja, jetzt ist natürlich der freie Tag von ihr auch ein bisschen bestimmt. Meistens gehen wir einfach zusammen noch laufen oder sonst spiele ich mit ihr. Das macht eigentlich auch Spaß. Ich habe gehört, die Jibril Sow legt auch hohen Wert auf seine Kleidung. Also das haben zumindest Stimmen aus der Kabine gesagt, dass er sich gerne anzieht. Stimmt das?
Ja, sie finden auch, ich habe gut. Nein, ich weiß nicht, was ich sage. Meine Quellen werden nicht genannt. Ja, aber meistens gehe ich ins Training, meistens mit Jogginghosen, deswegen. Aber ich, das stimmt schon, ich lege auch Wert drauf, auch aktuelle gute Sachen anzuziehen. Ja. Shootig, wie eine Frau, oder wo, was ist da so dein Spezialgebiet? Ich habe viele Nike-Schuhe natürlich, weil das auch ein Sponsor ist. Aber auch, ich liebe auch Balenciaga-Schuhe, weil die auch so, diese Sneakers auch so bequem sind. Deswegen, ja, shootig würde ich nicht sagen, aber ich mag bestimmte Nike und Balenciaga besonders. Mhm. Ansonsten, was ist so im Kleiderschrank bei Jibril Zoo sonst zu finden, wo es, was das Thema Style betrifft? Boah, ich habe viele Hoodies, viele T-Shirts, bin ich so der Hemd-Typ. Eher so der Hoodie, Jogging oder Jeans, aber sonst gibt es nicht so Spezielles. Also Blazer-Anzüge finden man nicht, auch nicht so viel bei mir. Mhm. Ist es, stimmt das Klischee, dass die Fußballer zu Hause nur Jogginghose tragen? Ich glaube zu Hause, ich kenne nicht viele, die Jeans oder so zu Hause tragen, deswegen, ich habe das schon von klein auf so gemacht und also heute Premiere. Ja, also dann gehen wir mal raus und an die frische Luft mit der Kleinen. Okay. Thema Familie, da hatten wir vorhin schon angeschnitten. Du hast drei größere Schwestern. Wie war damals das Leben in der Schweiz? Ja, ich wurde halt, weil ich der Jüngste war und dann der einzige Junge war, war es für mich natürlich einfacher. Ich wurde ein bisschen verwöhnt, aber es war auch, manchmal gab es halt Streitereien, was in der Familie immer normal ist. Aber ich liebe meine Schwestern. Es war wie, als hätte ich vier Mütter gehabt, so quasi, weil die alle älter waren und die wollten halt einen beschützen. Und es war eine schöne Zeit. Du hast nach wie vor noch einen guten Kontakt zur Familie, oder? Ja, klar. Deswegen jetzt mit Corona ist halt blöd, weil man die Familie eigentlich praktisch nie sieht. Aber eben, meine Schwester hat ja auch erst kürzlich einen Jungen bekommen. Und jetzt mit Malia ist natürlich noch mal spezieller, mein Cousin und Cousine. Aber leider können sie sich halt noch nicht sehen, aber eben darauf freuen wir uns alle eigentlich. Ja. Instagram. Wie ist dein Instagram-Game? Würdest du sagen, normal oder? Ja, ich würde sagen normal. Also nicht so aktiv wie jetzt andere oder wie jetzt, manche machen sie auch schon professionell eigentlich. Ja. Und da bin ich eigentlich kein Fan von. Du betreibst den Kanal selbst. Genau, und ich meine, ich poste eigentlich nur Fußballsachen, eben wie. Für meine Follower eigentlich, die meine Karriere so verfolgen. Und eben wurde auch schon oft gefragt, ob wir es nicht professionell machen, aber ich bin echt kein Fan davon. Ich will immer, dass es halt so meine Seite ist und das, was ich posten will, poste ich. Und ich will auch eigentlich, dass es so bleibt. Mhm. Ich frage dich natürlich nicht nach deinem Gehalt, aber generell, wie stehst du zur Meinung, Fußballergehalt, verdient man zu viel? Wie ist da so deine Ansicht? Ich denke definitiv, dass heutzutage im Fußball einfach horrende Summen ausgegeben werden und natürlich hat es sich das mit der Zeit so entwickelt und ja. Man ist ja nicht, man geht nicht und sagt, nein, du musst mir nur halb so viel geben, weil das ist ja krank. Klar. Das sind ja auch die Menschen, die kein Fußballer sind, die würden das ja auch genau gleich machen, aber mit einem Punkt bin ich ganz klar, dass eben im Fußball, aber nicht nur im Fußball, ich meine allgemein im Sport oder wenn man jetzt ein Rapper ist, verdient man auch viel, aber wird halt nicht so viel darüber gesprochen wie im Fußball. Aber da müssen wir schon eigentlich aufpassen, eben, was man dann hört, was für Spieler vielleicht ausgeben wird. Über 100 Millionen, früher war das eigentlich geisteskrank und heute ist es schon die Norm. Und das, ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass es nicht völlige
in die falsche Richtung geht. Ja. FIFA 21. Also die Frage, ist nicht die Frage, spielst du FIFA 21 oder bist du da nur ein guter Spieler drin? Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht gespielt. Natürlich auch wegen den Situationen habe ich nicht mehr so viel Zeit, um zu spielen. Aber früher habe ich eigentlich jedes FIFA gespielt, aber nur das 21 nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mein Wert da ist, deswegen... André Silva macht sich ja Gedanken drüber, über seinen Wert. Ja, oder? Der ist ja fast am Heulen gewesen wegen seiner Karte. Aber ich nehme das nicht so ernst. Ich meine, es ist ja immer noch ein Spiel. Aber wenn ich Zeit habe zu spielen, spiele ich es immer noch gerne, ja. Spielst du noch Konsole? Ja, ich hab noch eine Konsole. Ist ein bisschen eingestaubt, aber wenn ich dann mal freie Zeit habe, spiele ich schon mal das eine oder andere Spiel. Zwei Jahre bist du jetzt in Frankfurt fast. Wie würdest du deine Zeit mal so, würdest du sagen, es ist bisher alles gut gelaufen? Oder wie würdest du deine Zeit so zusammenfassen? Ja, gut gelaufen würde ich sagen, dann geht es zwei Jahre eigentlich nur bergauf. Aber so war es nicht. Erstes Jahr natürlich mit Höhen und Tiefen, mehr Tiefen. Und da musste man viel daraus lernen. Und ich glaube eben, dadurch bin ich eigentlich noch besserer Spieler geworden, jetzt individuell und auch in der Mannschaft läuft es ja diese Saison perfekt, so wie ich das mir eigentlich von Anfang an vorgestellt habe, wo ich hierher gekommen bin, dass ich wirklich erfolgreich Fußball spielen will mit der Eintracht, weil ich damals schon gesehen habe, dass der Club sehr viel Potenzial hat und jetzt können es alle sehen. Du hast das erste Jahr angesprochen. Wer hat dir damals geholfen? Das war ja schon eine schwierige Zeit tatsächlich für dich. Ja, wer hat mir geholfen? Die Mannschaft eigentlich ist immer... die Stimmung war immer gut und ich glaube, das hat mir auch sehr gut geholfen und natürlich auch im privaten Umfeld und ich mir selber am meisten natürlich. Du hast auch, habe ich gelesen, einen Mentaltrainer, also mit dem du arbeitest. Was wird da genau gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, so als normal, ich sag mal, im Berufsalltag kann man sich das schwer vorstellen. Wie ist das? Ist das wie ein Gespräch abends mit der Ehefrau, wo man sich ein bisschen die Probleme sozusagen beredet? Ja, mit der Ehefrau wahrscheinlich nicht. Eher wie so ein Freund. Der eigentlich auch Tipps gibt, wie man sich jetzt weniger aufregen kann über andere Sachen, wie man mehr Geduld haben kann, jetzt auch im privaten Leben, zum Beispiel mit der Tochter und so. Und das hat mir auch sehr gut geholfen, einfach den Fokus auf die wichtigen Dinge zu haben. Und so läuft es auch eigentlich viel besser. Mhm. Tipps? Was sagt er? Du hast jetzt schon mal gesagt, ja, geduldige Wem. Gibt dir da noch irgendwas Spezielles? Keine Ahnung, bereite ich es anders vor oder sowas? Oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, mit deiner eigenen Atmung eigentlich kannst du dich selber beruhigen. Und das ist mir so eigentlich vorher noch nicht aufgefallen, aber da hat er mir einfach ein paar Übungen gezeigt, wo man sich wirklich so wirklich beruhigen kann und so auch viel besser auf die, eben wie gesagt, auf die wichtigen Sachen konzentrieren kann, nochmal Kraft zu tanken oder eben Ruhe vor wichtigen Aktionen oder Tagen. Ist man manchmal so ein bisschen zu schnell mit den Urteilen, wenn man mal überlegt, auch andere Neuzugänge vor dir, ob das Aller war, ein Rebic, ein Jovic, die haben auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, ein Jahr. Ist es manchmal, dass im Fußball das einfach zu schnell geht, wenn einer zwei schlechte Spiele macht, sondern der Motto, ja, der war ein Fehleinkauf so ein bisschen? Aber so ist das Geschäft und ich glaube, das wird sich so leider nicht ändern. Es ist halt ein Leistungssport und für die Leute sind wir eigentlich... Spieler, die Leistung bringen müssen, sind eigentlich nicht wirklich ein Spieler, der nachdenkt. Man muss auf den Platz gehen und seine Leistung bringen. Und ich glaube, wir Spieler müssen einfach ruhig bleiben, weil wir sind auch alles nur Menschen. Wir können nicht auf Knopfdruck Leistung bringen, aber wir können auch nicht wirklich die Außenwahrnehmung nicht wirklich verändern. Und ich glaube, wenn man sich zu sehr drauf festbeißt, das zu ändern zu wollen, ich glaube, das ist auch nicht so gut. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir im Klaren sind, dass wir eigentlich das entscheiden können und uns unsere Leistungen beeinflussen können. Du bist einer der wenigen Spieler, die schon mal die Champions League immer auf dem Platz tatsächlich gehört haben, damals mit Bern. Wie ist das? Was macht das mit einem? Ja, Gänsehaut, wirklich, wenn die Hymne dann ertönt und als kleiner Bub hört man die ja am Fernsehen und sagt man, ja, das will ich auch erleben und dann ist es soweit, das ist unglaublich. Und Ich will mir eben gar nicht vorstellen, wie es dann ist, in einem vollen Waldstadion diese Hymne zu hören. Es ist, glaube ich, unglaublich. Und deswegen
alle haben dieses ganz große Ziel vor Augen und deswegen glaube ich auch, dass wir das bis zum Ende durchziehen werden. Kannst du dir vorstellen, ich meine, der Verein hat das noch nie geschafft tatsächlich, also ein bisschen ja, wie mit Bern, also, nach dem Motto, kannst du dir vorstellen, was das mit der Stadt machen würde? Eben, ich habe es schon mal erlebt, wo nach so langer Zeit mal wieder ein Titel gewonnen wurde, ist, auch wenn jetzt kein Titel ist, aber ich glaube, die Champions League kann man so ähnlich nehmen und ich glaube, das wird wieder ein Ausnahmezustand sein und deswegen, das gibt uns nochmal so eine extra Motivation, da ist jeder hungrig. Ich glaube, auch in den großen Spielen hat man das gesehen, dass wir das einfach wollen und das ist schon eine spezielle, schöne auch Situation. Kommen wir noch mal ganz kurz noch mal speziell noch mal zu dir als Fußballer. Wo kann sich Cibril Sow noch verbessern, wenn du sagst, du hast ja schon einen Riesensprung im Vergleich dann zum letzten Mal gemacht. Wo kann sich Cibril Sow, was würdest du sagen, wenn du dich selbst einschätzen müsstest? Ja, sicherlich noch mehr auf dem Matchblatt als Torschütze oder Tor- oder Vorlagengeber präsentieren oder vor allem auch im Kopfball spielen, da kann ich sicherlich habe ich noch viel Potenzial nach oben, aber das ist sicherlich so ein Ziel eben mit den Scorerpunkten, wo ich auch dran arbeiten werde. Hat Cibril Sow noch einen fußballerischen Traum? Ich meine, du bist ja noch relativ jung, da wird es ja bestimmt noch was geben. Ja, zuerst mal Champions League mit der Eintracht, ja. Und so, gibt es sonst noch irgendwas? Ich will eigentlich, mein Traum ist, so viele Titel zu holen wie möglich. Ich habe das jetzt schon zweimal erleben können und das ist das Schönste. Und das kannst du eigentlich mit Geld eben nicht kaufen. Und das will ich auf jeden Fall mit der Eintracht mal erleben. Und so viele wie möglich bis zum Karriereende.